Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Schön, dass du wieder hier dabei bist und wir gucken gleich gemeinsam in die Karten heute zum Thema Botschaften deiner Geistführer. Du bekommst also Botschaften hier von deinem Spirit-Team oder von deiner geistigen Unterstützung eben. Und dazu darfst du dir gerne einen der drei Stapel aussuchen. Jeder gerne nach den Federn, schau mal, welche dich anspricht oder einfach zu welchem Stapel es dich intuitiv hinzieht. Natürlich darfst du wie immer auch gerne in zwei oder drei Stapel reinschauen, fühl dich da ganz frei. Und wenn du verschiedene Themen hast, dann beleg die Stapel auch gerne mit verschiedenen Themen und dann schauen wir mal, was sich da für dich zeigt. Und wenn du hier noch einen Moment überlegen möchtest, dann drück gerne auf Stopp, denn ansonsten würde ich direkt mit Stapel 1 anfangen. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, welche Botschaften deine Geistführer heute für dich haben. Und als erstes schaue ich hier mal ins Elfenorakel. Knowledge means change. Wissen bedeutet Veränderung. Und da denke ich auf jeden Fall an das Thema bewusst und unbewusst. Sobald dir Dinge bewusst werden, die dir vorher unklar, unbewusst waren, die vorher im Verborgenen waren, worüber du vielleicht vorher gar nicht nachgedacht hast, die du einfach vorher nicht erkannt hast, sobald dir etwas bewusst wird, sobald du das Wissen darum hast, sobald du was erkannt hast, muss sich zwangsläufig auch etwas verändern, wird sich etwas verändern, weil du kannst dann nicht so weitermachen wie vorher. Sobald du neue Bewusstseinssprünge gemacht hast, sobald du neue Erkenntnisse über dich, über dein Leben, über deine Situation, deine Beziehungen gewonnen hast, wirst du in der Regel was verändern wollen. Also wenn es um Dinge geht, die eben nicht so heilsam sind, toxisch sind, dir nicht gut tun, ne? Also wenn dir quasi etwas bewusst wird, was du tust oder wie du denkst oder ne, was du denkst, was dich halt im Leben blockiert oder was dich so in Ängsten gefangen hält. Und wenn da halt Licht reinkommt und wenn du dann weißt, ah, ich habe die und die Gedanken oder ah, ich habe das und das Handlungsmuster, ne? Oder ach so, meine Beziehungen laufen irgendwie nach dem und dem Schema ab, ne, oder was auch immer. Und wenn dir das dann klar wird, dann natürlich wird sich auch was verändern. Also je mehr du erkennst und je mehr du weißt, umso mehr wird Veränderung auch in dein Leben kommen. Und zwar Veränderung, wie du selber in die Wege leitest. Denn so, je mehr du im Unbewussten lebst oder je mehr alles, was du tust und denkst, unbewusst abläuft, desto mehr oder desto weniger Einfluss hast du auch auf dein Leben, auf deine Realität, auf das, was sich dir zeigt. Je mehr du wirklich ins Bewusstsein gehst und je mehr du wirklich erkennst, wie du tickst und was dir das Leben spiegelt, na, desto mehr kannst du in die Eigenverantwortung gehen und dann selber bestimmen, willst du das noch weiter in deinem Leben haben oder willst du was anderes? Und dann weißt du auch, okay, ne, bis jetzt denke ich so und so über das Leben. Wenn ich was anderes will, brauche ich neue Gedanken. Dann muss ich mein Denken in Bezug auf das Leben, auf mich, auf meine Beziehungen verändern. Genau. Und somit, das steht für dich jetzt hier an. Und dann schauen wir mal ins Licht- und Schattenorakel. Und als Schattenthema kommt Angst vor Ablehnung. Ja, dann wird es bei dir vielleicht wirklich um ein Beziehungsthema auch gehen, wo eben jetzt Wissen nötig ist oder wo es darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen. Und die Angst vor Ablehnung kann dazu führen, zum Beispiel, wenn du Single bist und zwar schon ganz lange und du fragst dich, wieso kommt da keiner? Wieso klappt das nicht? Ne? Wieso kriege ich das nicht hin, mal wieder in eine Beziehung zu kommen? Warum finde ich da einfach nicht den richtigen Menschen dafür? Ich will doch unbedingt eine Beziehung. Dann kann es sein, wenn unbewusst die Angst vor Ablehnung präsent ist,
dass das deine eigene Sabotage ist, also dass dort ein Anteil in dir ist, der hat Angst vor Ablehnung und darum drückt er sich davor, irgendwie in Beziehung zu gehen, weil dann könnte es ja passieren, dass man abgelehnt wird, dass man zurückgewiesen wird, dass man verlassen wird, so. Ne? Und so hat man unbewusst so ein Schema laufen, was dafür sorgt, dass ein anderer gar nicht an dich rankommt. Und das ist eben damit gemeint, ne? Wissen bedeutet Veränderung, wenn dir das dann klar ist und wenn du das vielleicht erkennst, was du tust oder was du denkst, so unbewusst. Und dann kannst du das verändern und auflösen, und bewusst andere Schritte gehen oder bewusst andere neue Gedankenmuster einladen, kultivieren, verankern, sodass du eben diese Angst überwinden kannst, ne? Weil wenn du dir Beziehung wünschst, dann musst du über diese Angst eben hinweggehen oder diese Angst annehmen, akzeptieren. Vielleicht auch einfach sagen, ja, okay, ich habe Angst vor Ablehnung. Ich mache es aber trotzdem, ne? Ich springe jetzt trotzdem rein und ich will trotzdem in Verbindung gehen. Aber erstmal braucht es eben dieses Wissen darum, dass da möglicherweise etwas eben unbewusst bei dir wirkt, ne? Was dann verhindert, dass du in Beziehung kommen kannst oder aber auch innerhalb einer Beziehung, wo es vielleicht immer wieder zu Streit oder Missverständnissen kommt, wo du vielleicht den anderen immer wieder zurück, also selber zurückweist, ne? Wo du vielleicht immer wieder in die Ablehnung gehst. Das ist dann Schutzmechanismus, damit du nicht abgelehnt oder zurückgewiesen wirst. Darum machst du das zuerst bei dem anderen, damit dir selber das nicht passiert. So. Und da schau mal wirklich genau hin, beobachte wirklich, wie bist du in Verbindung, in Beziehung mit anderen Menschen und wo erkennst du vielleicht diese Angst, dieses Muster? Und ja, da gibt es einen Lichtblick. Und das ist eben die Erkenntnis, ne? Sich dessen bewusst zu werden. Das ist der Lichtblick. Also das ist ja auch wie Licht ins Dunkel bringen. Ne? Eben alles, was unbewusst abläuft, so wie auf Autopilot eben das, ne? Das findet ja im Dunkeln statt. So wie im Tarot bei der Karte Mond. Der Mond steht ja auch für das Unbewusste, für das, was eben nicht greifbar ist. Und wenn der Mond scheint, ist es Nacht, es ist dunkel, ne? Und das Mondlicht reicht oft nicht aus, um richtig Klarheit zu finden. Aber darum bekommst du hier den Lichtblick, ne? Ein Lichtlein in dieses Dunkel, was eben den Scheinwerfer sozusagen auf das Thema richtet, damit du erkennen kannst, damit es dir klar wird, denn nur was dir bewusst ist, kannst du verändern, ne? Erst was in dein Bewusstsein kommt, hat die Chance, geheilt und transformiert zu werden. Solange es da unten rumdümpelt und irgendwo im Verborgenen wirkt, hast du keine Chance da, weil das läuft alles automatisch und du kannst dann quasi nichts daran verändern. Dann kommt für dich die Botschaft, du bist nie allein. Die kommt so oft, wenn ich dieses Kartendeck benutze. Also deine Geistführer wollen dir hier auch vermitteln, hey, du bist nicht alleine. Wir sind da, Menschen in deiner Umgebung sind da, du bist nicht allein mit deinen Themen, du bist nicht allein mit deinen Ängsten, du bist nicht allein auf deinem Weg. Vertrau darauf, dass du begleitet bist und dass du beschützt bist und dass dort Kräfte um dich herum wirken. Dein geistiges Team, deine Schutzengel sind da und du kannst sie auch jederzeit anrufen oder ja, anrufen, also um Hilfe bitten eben. Und da kommt die Taube. Ich stärke deine Herzverbindung zu anderen Menschen und bringe Frieden in deine Beziehungen. Ja, perfekt. Das perfekte Kraft hier wirklich jetzt für dich in deiner Situation, oder? Lade die Taube ein, wirklich diese Energie von der Friedenstaube, dass Frieden in deine Beziehungen eben kommen kann und diese Herz-zu-Herz-Verbindung gestärkt wird. Und von Herz zu Herz und wirklich in Verbindung gehen und friedvolle Verbindungen führen, das geht halt nur, wenn du dir
deiner selbst bewusst bist, ne? Wenn du dir deiner Themen bewusst bist, wenn du weißt, ja, ich habe da Ängste, und wenn du das auch offen ansprichst und kommunizierst und das mitteilst, ja, desto mehr kommt da Licht eben rein. Also trau dich auch, über solche Sachen mit deinem Gegenüber zu sprechen und zu sagen, hey, ja, ich habe Angst, abgelehnt zu werden, und das wird dir auch schon helfen, dass die Angst kleiner wird. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Zusatzkarten für dich. Eine Energiekarte, und oh, du bekommst Mutter Maria. Wir breiten schützend unseren Mantel aus und führen dich zum Licht der Göttin, die du bist und die du in dir trägst. Oh, so ein schönes Bild auch. Und lade auch diese Energie ein, lass dich einhüllen von Mutter Maria, von dieser so großen, unendlich großen Mutterliebe, Geborgenheit. Stell dir wirklich vor, wie dieser Mantel aus Licht und Liebe jetzt um dich gelegt wird und dich stärkt und kräftigt. Und spüre dann auch, dass du diese Angst vor Ablehnung transformieren darfst, dass du geliebt bist. Mindestens von Mutter Maria, mindestens von deinem geistigen Team und mindestens von Mutter Erde. Du bist geliebt, und erlaube dir auch, dich zu lieben und dir selbst auch diese Liebe entgegenzubringen. Erlaube dir, dass die Liebe in dein Leben kommen darf und dass du sie verdient hast. Und auch wenn du abgelehnt werden solltest, dass das nichts mit dir zu tun hat. Nichts mit dir, mit deinem Wert. Ne, das ist dann das Thema von der anderen Person. Und wir sind ja alle frei, uns zu entscheiden. Darum müssen wir manchmal damit leben, dass Ablehnung passieren kann. Aber wir dürfen es nicht persönlich nehmen, sondern das hat nichts mit uns und unserem Wert zu tun. Du bist trotzdem dann noch liebenswert. Und dann gibt es noch jemand anderen, der besser zu dir passt. Und deine Edelsteinbotschaft ist das Tigerauge. Wenn du gerade voller innerem Stress und Hektik bist, wisse, dass die Zeit bald vorbei ist. Alle deine Mühe, die Strapazen, die du so lange hingenommen hast, werden sich auszahlen. Nichts in diesem Universum passiert ohne Grund. Nichts geschieht umsonst. Du wirst bald erkennen, was es für dich bringt und bereithält. Und auch diese Botschaft, nichts geschieht umsonst. Das habe ich auch so oft in meinen Kartenlegungen einfach. Und das dürfen wir uns auch immer, immer wieder bewusst machen, eben, ne? Dass nichts ohne Grund geschieht und dass alles immer irgendeinen höheren Sinn hat. Und wenn wir mitten in der Situation sind, dann sehen wir das nicht. Aber irgendwann später ist es uns klar und wird es uns bewusst, warum irgendwas genauso passiert ist. Und vielleicht hast du ein Tigerauge zu Hause, dann trag ihn bei dir, meditiere mit dem Stein, lass auch diese Energie in dich einfließen, auf dich wirken und fühle eben, dass du begleitet bist, dass da so viele helfende Energien sind, das Krafttier Taube eben, ne? Deine Geistführer, Mutter Maria, dein Schutzengel, aber auch natürlich im Physischen, Freunde, Familie. Irgendwer da draußen ist mit Sicherheit da für dich, um dich zu unterstützen. Und lass dich begleiten, lass dir helfen, teile dich mit wirklich. Und dann wird das alles schon werden. Ja, somit sind es deine Botschaften. Ich hoffe, es unterstützt dich und hilft dir weiter. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich, von dir zu lesen, und ich freue mich auch, wenn du hier mal wieder reinschaust. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, und ich mache jetzt weiter mit dem zweiten Stapel. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast, und wir schauen, welche Botschaften deine Geistführer jetzt und heute für dich haben. Und wir starten hier mal mit einer Elfenkarte. Die Karte, die im Tarot sehr in Resonanz geht mit dem Narren. Das ist immer ähnlich dargestellt mit jemandem, der irgendwo im Begriff ist, runterzuspringen. Und es geht hier natürlich um Vertrauen, um Loslassen, um diesen Schritt ins Unbekannte, den Sprung ins kalte Wasser. Und der steht für dich an. Und die Frage ist, traust du dich schon oder
Stehst du noch dort und überlegst, soll ich nicht? Was passiert, wenn ich es tue? Und du siehst hier diese Wolkenwand. Und aus der Richtung, wo du kommst, sind die Wolken so dicht und undurchschaubar. Aber in die Richtung, wo du springst, siehst du, dass sie sich hier lichten. Du springst also in das Lichtvolle, in das Klare. Und hier braucht es wirklich dieses Vertrauen. Vertraue, dass wenn du hier springst, dass du aufgefangen wirst, dass das Leben dich auffangen wird. Du hast hier auch die Vögel, die werden dich halten, quasi, ja. Wenn du fühlst, das ist der Schritt, den dein Herz jetzt gehen möchte, das ist der Ruf deiner Seele, die ruft dich, diesen Sprung zu machen, diesen mutigen Schritt zu gehen. Wenn du wirklich fühlst mit jeder Faser deines Körpers, deines Wesens, das ist jetzt der Weg, dann trau dich. Dann wird nichts schief gehen. Okay, dann schauen wir weiter ins Licht- und Schattenorakel. Und da liegt das Thema Sucht und Abhängigkeit. Und da schaue ich mal direkt noch auf die Lichtkarte, frei von Sorgen. Bei dir gibt es noch ein Thema eben mit Abhängigkeit oder mit, ne, Süchten. Und das betrifft uns sicherlich alle mehr oder weniger auch. Also auch wenn ich bei mir schaue, ich weiß nicht, ob ich ohne mein Smartphone so auskommen könnte. Also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit einfach im Internet und manchmal denke ich auch, dass das nicht so ganz gesund ist. Aber schau mal bei dir. Was ist dort, wo du eine Abhängigkeit bemerkst? Und das kann eben auch so, das kann dieses Social Media sein oder eben, ne, das ist ja Ablenkung auch dann oft so, dieses, wenn wir immer zu aufs Handy schauen, so, das ist Ablenkung und eben auch dann ein Suchtmittel. Also Sucht ist in der Regel immer Ablenkung, weglaufen, nicht hinschauen wollen, von dem, was da ist, ne? Vielleicht Stille nicht aushalten können, das Alleinsein nicht aushalten können, vielleicht Ängste. Ne, irgendwas, was da ist, was man nicht sehen möchte, wo man nicht hinschauen möchte. Und dann lenkt man sich mit irgendwas anderem ab. Und das ist natürlich in der Regel destruktiv, je nach Ausprägung dann. Und vielleicht geht es auch um Abhängigkeiten im System, ne, in Beziehungen, im Beruflichen, dass du dort etwas tust, vielleicht einer Tätigkeit nachgehst, nicht weil es dir Spaß macht und Freude macht und nicht nur weil es dich erfüllt, sondern einfach nur weil es dir Sicherheit verspricht, Geld, ne? Beziehung eben auch. Vielleicht bist du in einer Beziehung, die dir eigentlich nicht so wirklich gut tut, aber du bist in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis, weil du denkst, du brauchst den anderen. Und das gilt es anzuschauen. Das ist sehr wichtig für uns, das ist jetzt einfach auch genau die Zeit, wo es darum geht, sich aus sowas zu befreien, dass wir wirklich frei werden, ne? Frei von Sorgen, frei von allem, was uns bindet, was uns gefangen hält. Oder wir halten uns ja selbst gefangen, ne? Wir halten uns selber fest, wir begeben uns ja selbst in die Abhängigkeit, ne? Das wäre im Tarot jetzt der Teufel, so typischerweise, wo es darum geht, dass man selbst sich irgendwelche Ketten angelegt hat und sich selbst sozusagen in die Hölle verfrachtet hat, also sich für die Angst entscheidet, anstatt sich daraus zu befreien. Und wir haben immer die Möglichkeit, uns selber zu befreien. Es braucht dafür natürlich Kraft und Stärke, Mut. Und den Willen, dass man das wirklich will. Ne? Also wenn du merkst, okay, ja, ich fühle mich hier irgendwo abhängig, aber ich möchte das nicht mehr. Ich will frei sein. Ich will dem folgen, was mir wirklich Spaß macht, wo meine Seele mich hinruft, wo mein Herz anfängt zu lachen, zu tanzen, zu singen. Ne? Ich will dieses Leben und das hier nicht mehr. Und je stärker der Wille ist, umso eher wirst du es auch schaffen. Ne? Nicht immer schafft man das allein. Wie gesagt, je nach Ausprägung und was es genau ist, kann das natürlich nötig sein, sich dort Unterstützung, Begleitung und Hilfe zu suchen.
Und diese wird da sein, auch wenn du es brauchst, wenn du es dir wünschst, wird Unterstützung auch da sein. Aber es geht für dich darum, hier in die Energie frei von Sorgen, Sorgenfreiheit zu kommen, ne? Dir nicht so viele Gedanken zu machen, was alles passieren könnte oder, ne? Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der hat sich aber verflüchtigt. Vielleicht fällt er mir noch mal ein. Dann mache ich erstmal weiter. Der nächsten Botschaft. Träume können Wirklichkeit werden. Und guck mal, das liegt genau dort, wo diese Frau, Fee, Elfe, wo sie hinspringt, Richtung Träume. Und sie können Wirklichkeit werden. Ja, und mach dir nicht so viele Sorgen eben, ne, was alles passieren könnte. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es schief geht? Sondern vertraue, geh wirklich ins Vertrauen. Vertraue dem Leben, vertraue deinem Herzen. Dein Herz ruft dich ja nirgendwo hin, wo du dann irgendwie ja, auf Grund läufst sozusagen. Ne? Sondern dein Herz will in die Sorgenfreiheit, in die Freiheit, in die Leichtigkeit, in die Freude. Und somit geh Richtung deiner Träume. Und als Krafttier, ja, kommt der Affe, der schenkt dir Leichtigkeit, Beweglichkeit und die Weisheit des Humors, um deine Herausforderungen zu meistern. Genau, also auch den Ernst rausnehmen, ne? Und was ja auch zu dieser Sorgenfreiheit passt, so nicht immer zu den Ängsten Raum zu geben, den Sorgen nachzusinnen, ne? Also, sondern mehr Leichtigkeit wirklich. Und versuche, die Dinge mit Humor zu betrachten. Verlier dein Lachen nicht. Wenn du merkst, dass du schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr gelacht hast, dann weißt du, es ist Zeit, irgendetwas zu verändern. Also lade den Affen, den Schimpansen ein, dir die Leichtigkeit zu schenken. Lade die Sorgenfreiheit ein. Erlaube dir, die Sorgen mal Sorgen sein zu lassen und deinem Herzen zu folgen und zu vertrauen, dass alles gut wird. Entscheide dich wirklich bewusst dafür, zu vertrauen, dass alles gut wird und es wird alles gut werden. Und dann bekommst du noch zwei Energiekarten hier. Das Element Luft, also nochmal, ne? Wir bringen Leichtigkeit und Freiheit. Also das hier wirklich dein Thema, wo es für dich hingehen soll, ja. Deine Geistführer, die wünschen sich für dich die Freiheit und dass dein Leben leichter wird, dass du dich wirklich hier befreist von den schweren Ketten, die du dir selber angelegt hast. Und dass du hier endlich springst, diesen Schritt machst in ein leichtes Leben, in ein schönes Leben, in ein freies Leben, zu deinen Träumen, zu dem, was Spaß macht, was dich erfüllt, was dir Freude bringt. Denn dafür bist du hier. Dafür bist du hier. Und der Selenit kommt als Edelstein zu dir. Wenn du gerade das Gefühl hast, in einem Hamsterrad gefangen zu sein und energetisch nicht mehr zur Ruhe kommen zu können, dann ist es an der Zeit, für eine bessere Balance zu sorgen. Schaffe dir einen Ausgleich, ganz egal ob körperlich oder geistig. Probiere neue Dinge aus, lerne etwas Neues und baue dir immer wieder Ruheinseln in deinen Alltag ein. Du bist die Priorität in deinem Leben. Gib auf dich Acht und sei liebevoll zu dir. Probier Neues aus. Spring ins kalte Wasser. Was hast du zu verlieren? Also frag dich das wirklich mal. Was hast du denn zu verlieren? Ist es hier an diesem Punkt so schön und so angenehm, dass du dort für den Rest deines Lebens bleiben möchtest? Oder ruft dich nicht all das andere, was hier liegt? Das ist deine Entscheidung. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Kraft und Mut und eben Vertrauen. Ich schicke dir ganz, ganz viel Vertrauen in dein Herz, auf das du hier deiner Seele folgst und dich entscheidest eben für Freiheit und Leichtigkeit.
Und dann freue ich mich, wenn du hier mal wieder reinschaust. Ich hoffe, dieses Video hat dich unterstützt. Lass mich das gerne wissen. Und dann wünsche ich dir alles Liebe und mache jetzt weiter mit dem dritten Stapel. Hallo und ich wende Stapel 3 gewählt hast und wir schauen, was deine Geistführer dir heute mitteilen wollen und schauen mal ins Elfenorakel. Child of the Moon und es geht hier um Vergebung und das Ego zu transzendieren. Also Vergebung ist hier dein Thema und ja, dich ein Stück weit vom Ego zu lösen. Natürlich brauchen wir unser Ego auch. Es hat auch gute Seiten. Aber die Frage ist halt, kontrolliert uns das Ego oder nutzen wir das Ego, den Verstand, sinnvoll für uns? Und gerade in Beziehungen, ne, es geht hier um Vergebung, gibt es für dich vielleicht gerade so dieses Thema mit, dass du auf irgendwen nicht gut zu sprechen bist, dass dir dein Ego vielleicht sagt, ne, diese und jene Person ist blöd oder was dir schon wieder gemacht hat oder der verzeih ich nie oder ne, ist vielleicht sogar auf Rache aus oder Vergeltung oder will bestrafen oder was auch immer, nie wieder mit irgendjemandem sprechen. Ne, das kommt aber alles aus der Verletzung des Egos, weil ja, das Ego will einfach immer gewinnen und Recht haben und der Beste sein und was auch immer. Und das gilt es halt weicher zu machen und dort Liebe reinzugeben und diese Vergebung. Und du darfst dir vor allen Dingen selbst vergeben und aber auch anderen. Du darfst erkennen, dass niemand dir absichtlich wehtut oder schaden will und dass jeder seine eigenen Verletzungen hat und dass wenn jemand gemein zu dir sein sollte oder wenn dich jemand verletzt, also zum einen handelt dieser Mensch dann auch aus seiner eigenen Verletzung heraus und wenn es dich verletzt, dann triggert es eben deine eigenen Verletzungen, die schon da sind. Also niemand kann dich eigentlich im Hier und Jetzt wirklich verletzen, wenn du frei wärst von altem Schmerz und Themen und jemand würde irgendwas Blödes zu dir sagen, dann könntest du das einfach, also du würdest es vielleicht jetzt nicht unbedingt gut finden und würdest denken, warum ist dieser Mensch denn jetzt so? Das war aber nicht nett, aber es würde dich nicht verletzen, es würde dir nicht wehtun, ne? Du würdest dich halt einfach wundern und aber du würdest eben nicht verletzt werden davon. Und wenn dich was verletzt, ist es eine alte Wunde, die eben angetriggert wird. Und genauso auch dein Gegenüber, ne? Wenn du vielleicht was sagst, was beim Gegenüber eben so ankommt und das Gegenüber sagt, oh, das hat mich jetzt aber verletzt, dann warst es auch nicht unbedingt du, sondern dann hast du auch eine alte Wunde geöffnet. Naja, und so dürfen wir erkennen, dass wir eben alle unsere Traumata in uns tragen, alle unsere Verletzungen, dass wir alle unser inneres Kind haben, was irgendwann mal unschöne Erfahrungen gemacht hat. Und so triggern wir uns dann gegenseitig, bis es uns bewusst wird und bis wir dort uns selbst vergeben können, unseren Eltern vergeben können, den Menschen im Heute vergeben können. Und somit, ja, ist das hier das Hauptthema gerade für dich. Und dann schauen wir mal ins Licht- und Schattenorakel. Und da zeigen sich die Erwartungen und glücklich von innen. Ja, Erwartungen, ne? Und vielleicht hast du Erwartungen eben an die anderen und die wurden nicht erfüllt und deswegen ärgerst du dich und deswegen bist du sauer und sprichst vielleicht mit irgendwem nicht oder so. Ne? Das kommt dann vom Ego. Also wenn du Erwartungen an jemanden hast, also zum Beispiel jetzt so fällt mir sowas ein wie ich mache und tue alles für den und da kommt gar nichts zurück, so, ne? So ich opfer mich hier voll auf und da kommt nicht mal ein Danke oder irgendwie sowas zum Beispiel, ne? Und dann hast du Erwartungen und dann machst du das, was du machst, nicht weil du wirklich möchtest, sondern weil du auch eine Gegenleistung erwartest und weil du dafür Anerkennung oder Lob oder Liebe oder Wertschätzung erwartest. Und natürlich ist es schön, wenn wir das bekommen und so, aber wir können letztendlich nichts von irgendwem erwarten. Und
wenn man dann so Erwartungen hat, vielleicht hast du auch Erwartungen an dich, ne? Und dann wird das nicht erfüllt und dann kommt das Ego und ist da eben dann sauer und wütend und ärgert sich und sucht die Schuld und den Fehler dann beim anderen so. Aber da gilt es eben auch, den Spiegel zu erkennen und sich auch zu fragen, okay, warum will ich das von dem anderen? Warum will ich die Anerkennung? Warum will ich unbedingt diese Wertschätzung von dem anderen haben für das, was ich tue? Ne, kann ich mir das selber nicht geben? Hat mir das in der Kindheit gefehlt? Ne, wiederholt sich jetzt hier irgendein Thema aus meiner Kindheit, was ich von dort schon kenne und was ich mit den Eltern vielleicht immer hatte? Also so, ne, all das darf bewusst werden. Und glücklich von innen bedeutet dann eben, dass dein Glück eben nicht an anderen hängt. Ne? Also wenn du jetzt unglücklich bist, weil die anderen sich irgendwie blöd verhalten oder eben ne, nicht sehen, was du machst oder nicht sehen, wie toll du bist oder ne, und du bist deswegen unglücklich und denkst dir so, oh, warum können die anderen denn nicht so und so sein und ne, dann wäre ich glücklich, dann könnte ich viel leichter glücklich sein und so, aber davon darfst du dich auch lösen. Es gilt irgendwie den Weg zu finden, dass unser Glück nicht von anderen abhängig ist, sondern dass wir selber von innen heraus glücklich sein können. Ne? Und dann, klar, man kann sich wünschen, so man kann was für jemanden machen und es ist dann eben schön, wenn da was zurückkommt, aber wenn du in dir selbst dieses Glück hast, dann brauchst du das nicht. Dann weißt du für dich, du hast was Tolles gemacht. Und du hast jemandem eine Freude gemacht, auch wenn der andere das vielleicht nicht so zeigen kann oder so. Aber es reicht dir dann, weil du weißt einfach, dass du toll bist und dass du es verdient hast und dass du mit dir selber einfach glücklich sein kannst. Ne? Du weißt dann, du bist ein toller Mensch, du verbringst mit dir selber gerne Zeit, du bist vielleicht deine beste Freundin, dein bester Freund. Und dann ist egal, was andere machen. Ne? Und das kannst du halt auch nicht kontrollieren. Du hast keine Kontrolle darüber, wie andere Menschen sich verhalten oder, ne? Und deswegen mach dich frei von diesen Erwartungen an andere. Und mach dir in Ruhe Gedanken. Mach dir in Ruhe Gedanken über all das. Über das, was sich gerade in deinem Leben zeigt, über die Begegnungen, die du mit Menschen hast, mach dir vielleicht in Ruhe Gedanken, reflektier mal über vergangene Beziehungen oder Situationen, ne, zum Thema Erwartungen vielleicht. Ja, schreib vielleicht ein bisschen, ne, Journal vielleicht dazu, wenn du da Lust hast, wenn Schreiben dort was für dich ist. Ansonsten schnapp dir einen Kakao, setz dich hin und schau mal, was da hochkommt vielleicht in Bezug auf Erwartungen von anderen zu anderen Menschen. Enttäuschungen, Frust in Bezug darauf, ne, und mach dir mal Gedanken darüber, lass das mal so ein bisschen in deinem Geist so spielen. Beobachte, was das Ego auch dazu sagt, ja, und nimm diese Beobachterrolle auch ein, so, ne, wie der Affe hier oben sitzt. Und er beobachtet ja hier auch irgendwas da drüben in der Ferne. Und nimm diese Rolle ein. Beobachte mal, was denkt's in dir, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Ne? Was sagt das Ego dann? Was plappert es dann? Welche Rachepläne schmiedet das Ego dann? Und beobachte das und dann schau, okay, willst du dem nachgehen? Willst du das wirklich als deine Wahrheit irgendwie leben und willst du aus dieser Energie heraus dann ins Handeln kommen oder möchtest du etwas anders machen? Möchtest du bei dir bleiben und möchtest du dich von diesen Erwartungen und von dem, was das Ego dann sagt, lösen? Dein Krafttier ist das Rentier. Du bist auf der Suche nach deiner Seelenheimat. Ich führe dich auf diesem Weg und verleihe dir dafür Kraft und Stärke. Also du bist auf der Suche gerade und zwar nach dem Ort, wo du hingehörst oder wo du herkommst, nach deiner wahren Heimat. Und vielleicht fällt es dir wirklich schwer, hier auf der Erde zurechtzukommen, auch mit diesen ganzen zwischenmenschlichen Sachen. Also vielleicht kommst du von ursprünglich, von irgendwo her, wo das alles ganz anders läuft, ne? Wo es kein Ego oder sowas gibt. Vielleicht kommst du von einem Ort, wo es wirklich nur, ja, ich will jetzt nicht sagen Licht und Liebe, aber wo die Menschen so eben friedlich miteinander sind, ne? Lichtvoller wirklich, leichter, ne? Wer weiß. Und
Vielleicht fällt es dir deshalb so schwer, hier zurechtzukommen. Und lass dich führen, eben lass dich jetzt dahin führen, dass du erkennst, wo deine wahre Seelenheimat ist und verbinde dich dann mit diesem Ort. Vielleicht hast du auch schon eine Ahnung. Also das kann sowas sein wie Avalon oder Atlantis oder irgendwelche Planeten, die Venus, was auch immer. Verbinde dich dann mit dieser Seelenheimat, wenn du sie findest, wenn dir vielleicht klar wird, wo das ist, wo du dich zugehörig fühlst, wo du irgendwie spürst, ja, ne, damit gehst du in Resonanz, da kommst du her, vielleicht bekommst du dort Impulse, vielleicht läuft dir was über den Weg, ne, was dann ein Zeichen dafür ist. Und ja, verbinde dich mit deiner Seelenheimat. Dennoch bist du jetzt hier auf der Erde, hast hier eine Mission, möchtest hier Erfahrungen machen, wolltest einmal wissen, wie ist das hier auf der Erde, ne, mit diesen ganzen Problemen, die die Menschen dann da so haben. Und komm dennoch auch hier an und mach das Beste daraus. Und versuche eben diese zwischenmenschlichen Dinge für dich zu lösen und vielleicht das, was du von deiner Seelenheimat her kennst, wie Menschen oder wie Wesen miteinander umgehen, hier zu verankern. Ja. Dann bekommst du eine Energie um Jesus. Und in Stapel 1 hatten wir Mutter Maria und Jesus zeigt sich hier auch. Erkenne meine und somit auch deine Schöpferkraft, denn wir sind alle Gottes Kinder und aus seiner Liebe geboren. Und lass das einfach mal auf dich wirken und lade diese Christusenergie zu dir ein, ne, diese bedingungslose Liebe und zu erkennen auch, dass wir alle eben Gottes Kinder sind und wir kommen alle aus derselben Quelle. Wir sind alle, irgendwie stehen wir miteinander in Verbindung und wir haben halt alle unsere Themen. Also hier ist niemand, der ohne Themen ist. So jeder hat irgendwelche Themen und Probleme und gerade auch die, die behaupten, dass sie keine haben, haben oftmals richtig viele Themen. Das ist wieder diese Frage des Bewusstseins, ne? Und mach du dir bewusst, dass du Schöpfer, Schöpferin bist, ja? Dass du Dinge verändern kannst, dass es auf deine Sichtweise, deine Gedanken ankommt. Und dann verändert sich auch das, was du anziehst, ne? Du bist jedenfalls ein Kind Gottes. Du bist aus seiner Liebe geboren, somit ist diese Liebe in dir und bist du ein Teil dieser Liebe und bist du auch hier, um diese Liebe rauszubringen, in die Welt zu bringen. Und der Orangenkalzit kommt als Edelstein zu dir. Manchmal scheint es so, als hättest du dich in eine aussichtslose Situation manövriert, als gäbe es keine Lösung oder Hoffnung auf einen besseren Ausgang. Aber diesen gibt es stets. Erinnere dich an das Wunder, das du bist, dass du alle Fähigkeiten, die du brauchst, in dir trägst. Nun ändere deine Blickrichtung auf die Situation, richte dich neu aus und forsche voller Dankbarkeit nach einer neuen Lösung in dir. Genau. Ja, ich denke, das passt hier auch sehr, sehr schön zu allem, was gesagt wurde. Vielleicht magst du mit dem Orangenkalzit auch arbeiten, dass du dir einen besorgst. Vielleicht hast du ihn sogar zu Hause. Dann kannst du mit ihm jetzt meditieren, das Rentier vielleicht nochmal einladen, dass es dir zeigt, wo deine Seelenheimat ist. Eine innere Reise vielleicht dazu machen und natürlich die Jesus-Energie auch dazu einladen. Und dann lass einfach diese Liebe, den Frieden einmal durch dich fließen. Komm zur Ruhe, lass die Erwartungen los, komm bei dir an, finde diesen Ort in dir, wo das Glück zu Hause ist, vielleicht irgendwo in deinem Herzen. Und ja, da wünsche ich dir alles, alles Liebe für deinen Weg, auf dem du bist. Und ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dich unterstützt. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann freue ich mich, wenn du hier mal wieder reinschaust und wir uns hier wieder begegnen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und eine schöne Zeit und sage bis ganz bald. Thank you.